Potential for Anything ein neues Lied, was wir freigeschaltet haben. Sehr interessant, wir haben unten die beiden Reihen voll, oben leider nur zwei und hier noch gar keine. Aber Leute, das wird sich in dieser Folge ändern. Willkommen zurück zu VVV. Heute werden wir die rechte Seite komplett abschließen. Also, ich weiß ja nicht, was ich heute so vorhab. Kann sein, dass wir zwei Folgen dafür brauchen. Ich will es nur mal sagen. So, dafür werden wir jetzt auf jeden Fall nach rechts gehen. Ich glaube, wir müssen nach rechts, oder? Nein, Moment. Wir müssen nach links. Oder? Weil hier rechts gibt es ja keinen Weg. Dann gehen wir mal nach links. Ich dachte, wir müssen nach rechts, aber wir brauchen die linke Seite. Dann wenn wir hier nach links gehen, seht ihr, dann haben wir einen Zugang zur rechten Seite. Weil sonst ist ja dieser ganze Tower und dann kommen wir da nicht durch und dann, ja, ist blöd. So, hier nach links und dann haben wir's. So, wir sind jetzt auf dieser Seite, genau. Wir können hier runter droppen, zack. Und ich hab's ja schon in der letzten Folge gesagt, wir werden die ganze Map vollfüllen. Und alle Trinkets sammeln, das ist meine 100% in diesem Spiel, das möchte ich erreichen. Da das Spiel ja eh kurz ist und wir bald zu Ende sind mit dem Spiel. Und hier ist der letzte Raum von der linken Seite. Ja, ist tatsächlich so. Da gibt's aber nichts. Ich hätte da tatsächlich irgendwas versteckt, aber ist nichts. Schade. Gut. Wir haben noch 1, 2, 3, 4, 5 Teleporter. Noch zum Entdecken. Ich kann nicht reden, Leute. Das ist manchmal so bei mir. Und hier ist tatsächlich einer davon. Geil. Ja, dann gibt es noch vier, die wir finden müssen. Das ist halt super. Da unten ist ein V, okay. Okay, ich fliege gerade irgendwie ins Nichts. Und ich laber gerade irgendeinen Müll. Ist hier irgendwas? Ja gut, ein Teleporter. Research notes. Despite our best efforts, the dimensional stabilizer won't hold out forever. It's collapse is inevitable. Diese Koordinaten sind noch nicht mal von dieser Dimension. Okay. Interessant. Gut, hier ist ein Teleporter. Machen wir weiter. Bam, 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 bam. Wow, 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 wow. Bam, bam. Ich will erstmal nach rechts tatsächlich, weil ich glaube, hier rechts gibt es nichts. Oder? Aber von hier komme ich doch. Ich bin zu weit nach rechts. Ich muss hier nach rechts. Hier, von hier aus. Richtig? Ja, genau. Okay, hier gibt's, kann man nicht lang lassen, eine Wand, alles klar. Naja, na gut, dann haben wir es zumindest versucht. Und ja, das sieht eigentlich cool aus. So diese vier Pfeile, die zeigen so zum Generator, das finde ich echt cool. So, hier zack. Da, 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 da. Oh, hier ist ein Generator. Ein Teleporter. Ich lerne lieber Teleporter, glaube ich. Personal log. I've had to seal off access to most of our research. Who knows what could happen if it fell into the wrong hands? Oh! Interessant. Da sollten wir vielleicht hin. So, zwei Teleporter fehlen noch. Aber eigentlich bin ich gerade... Weil das Gelbe da links, das ist der Dungeon. Und irgendwie bin ich gerade wirklich interessiert in diesem blauen Raum. Wie kommt man da hin? Vielleicht durch den Teleporter? Ich weiß es nicht. Aber wir haben da oben rechts irgendwie einen Ort übersehen. Da muss ich nochmal nachschauen. Falls ich den nicht komplett voll bekomme, dann ist das halt so. Weil es kann sein, dass es bei diesem Teleporter-Labyrinth ist. Und da habe ich halt keine Lust, nochmal hinzugehen. Muss ich mal schauen, ob ich das mache. Wir sind jetzt hier. Moment, kann man nach rechts? Nee, hier ist eine Wand. Aber trotzdem will ich es nochmal ausprobieren. Doch, man kann hier rein. Alles klar. Und hier gibt's was? Der Tod. Ah, hier war ein Checkpoint, alles klar. Du. Zack, 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 easy. Noch so ein Ding. Research notes, the final step in creating the dimensional stabilizer was to create a feedback loop. Oh, ich hab das schon gefunden. Okay, manchmal sind die doppelt oder so. I don't know. Und hier ist der Dungeon. Aber, wie gesagt, ich will alles finden.
Alle Räume, lass mich nach unten. Zack, hier waren wir noch nicht. Wir kriegen die Map schön voll. Okay, vielleicht mache ich nochmal dieses Puzzle da. Aber das weiß ich noch nicht. Okay, hier ist der Dungeon, deshalb gehe ich da noch nicht rein. Da fängt dann nämlich der Dungeon an. Ja, The Filter. Was war das da oben hier? Outer Hole. Oh, das zählt sogar schon, als wären wir da. Alles klar. Oh, diesen Ort kenne ich. Hier gibt's ein Trinket. Oh yeah. Blum. Okay. Sehr komischer Weg, den wir hier gehen. What? Lol? Ist das ein Elefant oder so? Moment. Das ist ein Elefant. Warum ist hier ein Elefant? Lol. Mein Charakter ist traurig. Warum ist mein Charakter traurig? Okay. Vielleicht ein Easter Egg oder so. Vielleicht kläre ich euch noch in den Kommentaren auf. Oder ihr klärt mich auf. Mal gucken. Okay. 13. Wir haben jetzt 13 von 20. Nice. Was sagt die Map? Okay, das da oben wird wahrscheinlich noch von dem Dungeon sein. Wahrscheinlich das Ende. Und ansonsten... Ich glaube, der Rest ist wirklich nur noch der eine Dungeon. Und dann den Teleporter, den mache ich, glaube ich, noch offscreen oder so. Muss mal schauen, ob ich ihn noch machen will. Ansonsten ist er ja unnötig. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir den Dungeon an. Und ich nenne jetzt einfach Dungeon. Ist mir egal, Leute. Auch wenn es kein richtiger Dungeon ist. Ich nenne es trotzdem Dungeon. Da war auf jeden Fall ein Elefant. Ich will mal gucken, ob ich darüber noch ein bisschen mehr erfahren kann. Weil das interessiert mich jetzt schon, warum da einfach ein Elefant ist. Aber fangen wir an! Boldly, one way, was? Moment, ich muss, nein, was? Conveying a new idea. One way room, boldly to go. Und das ist ein Trinket! Upstream, downstream. Okay, wir werden die ganze Zeit hier weggepusht. Alles klar. The high road is low. Das heißt, oh Gott, da muss man ganz schnell sein. Okay, ich hab's. Nice! 14 von 20 Trinkets haben wir damit. Das ist nice. Conveying a new idea, ja. Boldly to go. What, wo bin ich denn jetzt? Das ist so verwirrend alles. Aber ich bin jetzt auf der rechten Seite. Truth. Ist die Truth nicht gut? Oder warum kann uns die Truth killen? Give me a V. Also ein V. Gib mir ein V. Ach so. Okay, das wird wahrscheinlich der schwerste Dungeon für mich. Also bisher ist es gerade... Gott, dieser Raum ist bisher der... Egal, was auch immer. Ich laber einfach gerade Müll. Select Track. Ich möchte gern diesen und diesen Track. Ja, das sind gute Tracks. Custom Tracks. You chose poorly. Warum chose ich poorly? Moment, soll ich erstmal nach unten? Ich glaube, ich gehe erstmal nach unten. Ich gehe mal erstmal nach unten. Aua. Zack. Nein, verdammt. Das sind diese Skelette. Weiß nicht, warum die böse sind. Hyperspace Bypass 5. Plain sailing from here on. Ach so, oh Kacke. Ich hab's richtig, glaube ich. Yep. Ha ha ha, not really. Okay. Was passiert hier eigentlich? Okay, ich finde das echt schwer. Vor allem, ich rutsche ja so wie Luigi und das macht es echt nicht einfacher. You just keep coming back. Ja, natürlich, ich will dasselbe schaffen hier. Was denkst du denn? Ach, das schiebt mich weg, ne? Ja. Mist. Jetzt, okay. Guardian Knot. Okay. Toller Knoten, den du da machst. Ein Guardian Knoten. Was? What? Hast du das gewollt? Aber man kann nichts gegen die Musik sagen. Die Musik ist echt toll. Okay, sehr interessant. Backsliders. Warte, kam ich nicht von hier? Nee. Hey, man kann hier hoch. Warte, will ich da hoch? Ich glaube nicht. Weil hier gibt es irgendwas. Da will ich lang.
Weil hier waren wir ja schon. Das, es gibt ja keinen Grund, hier lang, zu gehen. Gott. Ach komm. Sag mir bitte, sag mir zumindest bitte, dass hier irgendwas ist. Ja, da oben geht's weiter, auf jeden Fall. Also hier oben, hier muss irgendwas Besonderes sein. Ach Mist. Nein, 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 nicht dahin. Ah, für den letzten ist echt schwer. Geh mit den Checkpoint, ich will nicht da oben sein. Da oben will ich später hin. Ach, wie hat der mich getroffen? Muss ich jetzt halt treffen, dummerweise. Ach Mist. Komm. Das stell mich echt richtig an, oder? Der letzte ist aber auch anders, habe ich das Gefühl. Und wenn ihr denkt, ich sehe gerade richtig betrunken aus, ne, dann ihr müsst das mal selber spielen. Das ist echt nicht einfach. Ich bin gerade echt zu dumm dafür. Ja, okay, jetzt gerade stelle ich mich ein bisschen an, aber komm. Was haben wir noch getroffen? Nein! Okay, den letzten habe ich echt absolut keine Ahnung, wie man das machen soll. Das, wieso? Jetzt, okay. Guardian Gnod. Ah, jetzt kommt das gleiche, aber von der Seite. Okay, das killt uns. Nicht zu lange drauf stehen. You just keep coming back. Und hier ist unser 15. von 20 Trinkets. Problem ist jetzt nur, wie komme ich zurück? Jetzt mal ohne Witz. Ach so, oder? Ah Gott. Moment, auf den letzten muss dann stehen bleiben. Und dann. Was? What? Wie bitte? Wie mache ich das? Ich kann da doch gar nicht stehen, oder? Zu voreilig, glaube ich. Okay, warte, lass mich da mal kurz stehen. Weil ich kann ja irgendwie nicht rüberrennen. Aber da sterbe ich doch. Dann muss ich ja doch rüberrennen können. Aber es geht nicht. Was? Gott, jetzt habe ich Angst. Ich würde hier gerne wieder zurück. Doch, warte, hier kann ich. Okay, hat geklappt. Okay, da muss ich jetzt noch durch, aber komm. Von der Seite ist es einfacher. Ja. Alles klar. Nice, dann fehlen uns noch 5 Trinkets. Sie müssten hier irgendwo sein. Suchen wir sie. De Kuko. Wir sind Huhn. Lügen, 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 Lügen. Hat das Lügen-Kuku hat das kurze Beine. Clarion Call. Okay. Da ist ein Trinket. Wie komme ich da ran? Moment. Da muss ich wahrscheinlich von da oben irgendwie runterfallen. Also connecten wir vielleicht mit dem einen Raum aus dem ersten Dungeon? Das wäre lustig. Und ja, die Dungeons sind nicht wirklich nicht in Order oder so, die kannst du machen, wie du willst. Aber ich denke, dass ich diesen hier tatsächlich random, ich spiele es wie blind, als letztes genommen habe, ist echt nicht schlecht gewesen. Ja gut, hier habe ich jetzt keinen Bock auf das Timing so, das ist auch nicht das Geilste, so beim Rausfinden. Zack, the solution is delusion. Okay, tut mir das weh oder so. Leider nen R, leichter als Luft. Das Ding hier oder was? Da müssen wir denn warten dafür. Ach, das sind dieses Puff Puff, was da rauskommt, das ist diese Dampf halt. Ah, ich verstehe, zack. Weil wir sind ja schwerer als das Ding. Level complete. Was? Das kann nicht sein. Ein Teleporter gibt's noch da links. Ich glaube, das ist das Ende, deshalb werde ich jetzt zuletzt hingehen. Oder? Ich bin mir da jetzt auch nicht hundertprozentig sicher. Hey, hier links ist der Elefant. Green Grotto. Hey, da ist ja jemand. Vermilion. Hey, Captain. Ich habe etwas Interessantes hier gefunden. Das gleiche
diese gleiche Warp-Signature, die ich gesehen habe, als wir gelandet bin. Jemand von Schiff muss hier in der Nähe sein. Vielleicht soll das Level auch das letzte Level sein? Weil es wirkt gerade auf mich wirklich sehr hart, oder? Research Notes. Everything collapses eventually. It's the way of the universe. The Hanged Man reversed? Was? Was? Was ist das denn? Oh nein, warum bin ich jetzt hier? Okay, Moment. Ich bin gerade verwirrt. Ich bin gerade sehr verwirrt. Wo muss ich lang? Was? Das killt mich. Zack. So vielleicht. Dooms. Okay. Moment, dieser Ort sieht genauso aus wie ein anderer Ort, wo wir schon mal waren. Oder verwechsel ich das gerade? Es sieht für mich persönlich so aus. Zorro. Okay. Parabolica. Seeing Dollar Signs. Okay, jetzt habe ich wirklich das Gefühl, wir sind im letzten Dungeon. Das ist so alles in einem gerade gemischt. Lol. Aber da kommt man nicht lang, man muss hier runter. Spook. Weil, hier kommt man nicht lang. Manic Mine. Will ich jetzt erst hin? Ja, warum nicht? Let's go. Ding, ding. Wie viele haben wir eigentlich? Von den Stats. Trinkets found. 15. Alles klar. Das heißt, wir zählen noch 5 Stück. Mal gucken, ob wir sie in der nächsten Folge schaffen. Denn ich glaube, das Let's Play wird dann 6 Folgen statt 5, wie ich anfangs dachte. Aber es ist alles okay. Kein Problem. Clarion Call. Und ja, es war richtig hier. Nice! Wir haben 16. Alles klar. Super. Hier gibt es auch wieder ein Lies. Telling Lies, no Papa. Sicher? Chinese Rooms. Was? Okay. What lies beneath? Kann man nochmal schauen. Spikes do. Oh. Okay, das war gut. Das fand ich gut. Sehr interessant. Okay, wo wollen wir lang? Ja, man kann ja eigentlich nur rechts. Shipper Cypher, if you fall up. What? Oh Gott, was ist das für ein Ort hier? Man muss da nach unten. Hier, zack, man muss hier nach unten. Und dann? Das ist echt mega schwer. What? Wie soll man das denn machen? Wow! Ich hab's geschafft irgendwie. Komm, jetzt kann ich hier kurz chillen. Nice. Und da kommen die ganzen Lies rein. Alles klar. Just pick yourself down. Okay. Ach, warte, müssen wir warten. Zack. Oh Gott. Ich starte so in dieser Richtung. Wir müssen einfach nur runterfallen. Ne, ich mag das, ich will so fallen. Jetzt. Oh, wir müssen da dann aufhören. So. Ne, warte, so müssen wir machen. Und dann zack. Und dann nochmal nach oben. Oh Gott. Verwirrt mich gerade ein bisschen. Was? Ich bin nur so halb lauf gelandet und dann halb doch nicht. Okay. Nein! Zack, Checkpoint. Und dann so. Moment. Zack, und dann so. The Warning. Die Warnung. Okay. Oh Gott, wie viele Checkpoints sind da? Parabolika, hier waren wir. Seeing Dollar Signs haben wir auch schon ganz kurz gesehen. Wie kommen wir da denn durch? Hm? So vielleicht? Jetzt. The Warning. Boing, 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 boing. Hört mal. Wenn ich jetzt nach ganz links gehe und dann auf loslasse. Getting here is half the fun. What? A wrinkle in time. Oh lol. Wir sind dann wirklich da wieder. Ich glaube, das ist das Ende, deshalb gehe ich nach unten. Getting here is half the fun. Gebitter. Was? Was? Easy Mode? Wiki?
Willy, Wenny, doing things the hard way. Was? Was ist gerade passiert? Moment. Wenny, Willy, Wisi, Easy Mode Unlocked, your bitter tears delicious. Oh Gott, wird das was Schweres hier? Warte, aber ich habe dann Trinket gesehen. Sag mir nicht, wir müssen hier so einen Parcours, einen großen Parcours machen, damit wir ein Trinket bekommen. Oh Gott, was wird das hier? Was mache ich hier eigentlich mit meinem Leben? Easy Mode. Vicky, Willy, Vini. Personal Lock. Ha! Nobody will ever get this one. Sicher? Leute, in der nächsten Folge werden wir schauen, ob wir das Spiel wirklich durchspielen können. Ich meine, uns fehlen nur noch ganze 4 Trinkets und ein Crewmember und dann haben wir es eigentlich schon geschafft. Schaltet ein.